Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe bei Duft und Raum bestellt und wollte euch gerne mal zeigen, was ich mir alles Neues gekauft habe. Ich habe im letzten Video noch erwähnt gehabt, dass ich wahrscheinlich die neuen Düfte nicht bestellen werde und die in einem Video zeigen werde. Und ja, Asche auf mein Haupt, ich habe es doch getan. Ich konnte nicht anders, ich musste sie doch bestellen. Ja, ich habe sie in Tarteform bestellt, also ich habe ein paar Tarts, ein paar Votive und ein großes Glas. Zeige ich euch aber gleich und ja, ich würde sagen, ich fange mal an mit den Tarts. Und zwar hatte ich euch ein Bild gepostet, die Tage bei Instagram. Und zwar hatte ich so in der Art, natürlich in anderer Reihenfolge, aber hatte euch die Tarts so gezeigt und hatte gefragt, wer mag, kann ja gerne mal Düfte raten. Und es haben auch ein paar mitgemacht, war sehr witzig, weil ja, vieles, es ist natürlich super schwer, ne, ist klar. Was auf jeden Fall alle erraten haben oder viele erraten hatten, war das Blaue und das Grüne. Die anderen waren ein bisschen schwieriger, aber ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal im Detail drauf ein. Und zwar fange ich mal an mit dem rosanen. Und zwar war das nämlich das Goodie gewesen von Duft und Raum. Das ist immer super cool, da freue ich mich immer mega. Und zwar ist das ein weiteres Tarte von Cotton Candy. Ich habe jetzt, glaube ich, schon irgendwie 2 oder 3 immer als Goodie dabei gehabt. Und ja, da freue ich mich immer mega drüber und finde ich richtig cool. Cotton Candy kennt ihr wahrscheinlich alle schon. Ich schnupper mal kurz mit euch an. Ich habe den Duft, muss ich ehrlich sagen, noch nie warm getestet. Ich habe auch kein Glas davon oder so. Und ich finde auch, also der sagt mir jetzt im kalten Zustand zum Beispiel überhaupt gar nicht zu. Also Cotton Candy ist ja wirklich ein total gehypter Duft. Und ich muss den unbedingt mal warm testen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, hat sich das noch nicht so ergeben. Aber ja, der riecht halt so. Ich finde, der riecht halt auch überhaupt gar nicht nach Zuckerwatte. Ja, der doch irgendwie schon. Er riecht halt einfach nach Zucker und süß und ja, ich muss den echt mal testen, aber ihr kennt den wahrscheinlich alle schon, aber das Label ist halt auch echt schön, ne? Ja. Ist nur schade, dass das Wachs sich immer so verfärbt, das wird ja so ruckizucki so orange. Ja, genau, das war also sozusagen der Goodie-Duft und dann habe ich mir noch einen bestellt, das ist zwar der helle Rosane hier und das ist Cherry Blossom. Den habe ich mir mitbestellt, weil ich liebe Cherry Blossom jetzt gerade, wenn es ins Frühjahr geht. Und ich habe gedacht, ach komm, nimmst dir nochmal einen Tarte mit, weil das ist einfach so ein toller Duft. Ich liebe den echt. Ich wollte ja schon immer mal ein Glas davon kaufen, aber jetzt habe ich halt wieder einen Tarte und ja, reicht auch. Oh, der Duft ist einfach so schön. Der riecht so schön einfach nur nach Kirschblüten und nach sonst gar nichts. Also das ist wirklich mal wieder so ein reiner Duft von Yankee Candle, der wirklich nur nach Kirsch riecht. Ganz sanft, ganz zart, nicht so künstlich und total floral halt einfach. Also ich mag den super gerne, den Cherry Blossom. Das ist auch für mich der schönste Cherry Blossom von allen. Also ich habe, glaube ich, auch von, ich weiß es gar nicht mehr, Goose Creek oder ich hatte mir mal irgendwie Daylights oder irgendwie sowas bestellt von anderen Firmen mit Cherry Blossom und da ist nichts vergleichbar mit dem. Also das ist echt mein absoluter Favorit für den Frühling und ja, deswegen durfte der auch noch mit. Dann habe ich mir bestellt, ich fange mal bei dem an hier, einmal noch ein Tarte, das ist dann hier der in der Farbe gewesen, ein Tarte von Holiday Lights, einfach weil es den gab bei Duft und Raum und ich mich da irgendwie drüber gefreut habe. Ich habe ja ein Glas davon, aber ich dachte mir, mal ein Tarte davon kann auch nicht schaden. Und der riecht halt immer noch wie das Parfüm La Vie est Belle, also mein Lieblingsparfüm. Und ich liebe den einfach. Und ja, da ist wohl auch im Parfüm, so wie hier, sind Noten von Praline drin, was ich echt interessant fand. Danke für den Hinweis. Ja, der ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Sehr parfümig, zart. Der ist nicht so aufdringlich. Ich finde den ganz, ganz tolles Label. Ist auch so schön. Und ja, deswegen durfte der im Tarte nochmal mit. Und dann habe ich mir bestellt einen älteren Duft. Den gab es, glaube ich, im Herbst, ich weiß es gar nicht mehr, Herbst oder Winter, das war ein Limited, glaube ich, USA-Duft. Und zwar ist es hier der Tranquil Mist. Das ist hier der lilane. Ja, der ist so ein bisschen, ja, so ein Zwischending aus Blau und Lila.
Und das Label ist auch total schön. Nebel, ein Baum, mehr sieht man eigentlich nicht. Und den wollte ich schon lange, lange mal testen. Den gab es ja hier in Deutschland so nicht. Und deswegen habe ich mir den jetzt mal mitbestellt. Einfach nur mal zum Gucken. Und oh ja, der riecht auch total lecker eigentlich. Das ist halt auch wieder ein sehr frischer, parfümiger Duft. Auf jeden Fall mehr in Richtung Frauenparfüm. Eher was Weibliches. Also es ist jetzt kein irgendwie Männerduschgel-Duft. Ja, was da drin ist, schwer zu sagen. Es ist was Blumiges auf jeden Fall, rieche ich daraus. Da ist irgendeine florale Note. Das Problem ist, ich habe zu den Düften keine Duftbeschreibung gefunden, die ich euch jetzt mal so schnell. Also ich hatte jetzt bei Duft und Raum geguckt, wo ich sie auch bestellt habe, und da steht leider keine Duftbeschreibung dabei. Ja, da ist irgendwas Florales mit drin. Ich kann es aber nicht sagen. Es ist auf jeden Fall, ich denke mal, der ist auch sehr dezent. Also ich glaube, der ist nicht super intensiv, auch in Tatform. Also da würde ich sogar fast, ja, ich würde es mit einem halben Tat versuchen, würde aber vielleicht sogar ein ganzes Tat in die Duftlampe werfen, weil, ja, ich glaube, der ist nicht so intensiv. Genau, und dann kommen wir zu den vier Düften. Die sind auch aus der aktuellen ja, Frühlingskollektion, Limited Edition, auch wieder USA-Düfte. Und deswegen wollte ich sie eigentlich erst nicht kaufen, aber habe es jetzt dann halt doch gemacht, wie das halt immer so ist, ne? Man ist ja doch neugierig, und ich wollte sie nicht jetzt im Glas kaufen, aber ich habe es einfach mal in Tatform gekauft. Und ich fange mal an mit dem Grünen, den alle richtig geraten hatten. Und zwar, das ist der Alfresco Afternoon. Der hat ja auch jetzt schon eine sehr auffällige Farbe, was nicht viele andere Kerzen. Wenn ich so drüber nachdenke, fällt mir eigentlich nur der Christmas, wie heißt der? Christmas Garland oder so? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Der ist so grün, halt die Tannendüfte, ne? Und das ist natürlich überhaupt gar kein Tannenduft. Der ist aber sehr interessant. Also, das ist auch nicht jedermanns Sache. Also mein Freund hat dran gerochen, und der hätte am liebsten den Kopf in den Hals, in den Körper wie eine Schildkröte eingezogen, weil der hat einfach nur, oh, ist das ekelhaft. Der fand es ganz schlimm. Ich weiß auch nicht wirklich, da ist ein Getränk vorne drauf. Ich weiß nicht wirklich, was es sein soll, ehrlich gesagt. Deswegen hätte mich die Duftbeschreibung auch wirklich mal interessiert, aber ich habe sie leider nicht gefunden. Der riecht halt sehr, sehr würzig. Da sind auf jeden Fall irgendwie, da ist vielleicht Minze drin. Es riecht sehr so nach, vielleicht wie so eine Kräuterlimo. Aber halt sehr, sehr arg auf diese. Ich muss mal kurz überlegen. Ja, es könnte auch Minze drin sein. Es riecht schon sehr krass nach dieser würzigen Kräutern. Und das ist eigentlich, ich weiß nicht, es ist mir auch ein bisschen arg viel. Ja, ich kann es echt nicht sagen. Also das ist auf jeden Fall kein Favorit für mich. Ja, ich würde ihn jetzt mal so stehen lassen. Der riecht wie eine sehr, sehr würzige Kräuterlimo. Vielleicht sind das auch Minzblätter da oben drauf. Ich kann es echt nicht sagen, aber ist auch nicht so mein Favorit. Dann habe ich mir bestellt den Turquoise Glass. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Auf jeden Fall ist das ja türkis, ne? Keine Ahnung, auf jeden Fall hat er ein super schönes Label. Das Glas ist auch wunderschön. Einfach nur anzusehen mit dieser dunklen blauen Wachsfarbe, die ja auch relativ selten ist bei Yankee Candle. Und deswegen durfte der auch mit. Jetzt habe ich hier so dieses Ding am Finger kleben. Ist abgegangen. Übrigens haben die Tarts neue Label hinten drauf. Kann ich euch ja mal zeigen. Da ist hinten so ein Aufkleber drauf. Der sieht aus wie, ich sag jetzt mal, aus einem Drucker ausgedruckt. Jetzt nicht so, also auf normalem, diesem matten Papier, sage ich mal, nicht so Glanzpapier. Und da steht auch wieder überall drauf, Made in USA. Fand ich auch interessant. Und der hat, also das wissen ja viele von euch schon, die den vielleicht schon mal Probe geschnuppert haben, der ist auch ganz anders, als man denkt. Der riecht nämlich einfach krass nach Melone. Und ich finde, das ist so unerwartet einfach, dass der nach Melone riecht, weil oh, der riecht echt toll. Der riecht aber diesmal, finde ich, richtig nach authentischer Melone. Also der riecht jetzt nicht, finde ich, mega künstlich oder irgendwie. Ja, der riecht einfach nur nach Melone. Total leckerer, frisch aufgeschnittener Melone. Ich bin nur noch am Überlegen, ob es Wassermelone oder Honigmelone ist.
Ich würde fast sagen, es ist eine Mischung aus beidem. Ohne mich da jetzt irgendwie, wie gesagt, ich weiß die Duftbeschreibung nicht. Weil der riecht ein bisschen wie Wassermelone, aber hat auch diese Süße von der Honigmelone. Ich weiß es nicht. Er riecht auf jeden Fall fruchtig nach Melone und das war für mich sehr unerwartet, auch bei so einem Label. Aber richtig cool. Also den werde ich dann mal Richtung Sommer. Das ist jetzt nichts für mich, glaube ich, für den Frühling. Aber Richtung Sommer werde ich den auch mal testen. Dann habe ich mir noch bestellt den White Strawberry Bellini. Und ja, ich muss mich ja nochmal korrigieren. Ich hatte ja bei Insta geschrieben, dass von den Tarts keins aus der Sunday Brunch Collection dabei ist, wo ich natürlich meinte, die vier aktuellen, die es in Deutschland gibt. Aber der White Strawberry Bellini ist, glaube ich, auch in der Sunday Brunch Collection, allerdings nur in USA, nicht hier. Und ich glaube sogar, ich bin mir aber nicht sicher, der Alfresco Afternoon ist da vielleicht auch. Ich kann es euch aber nicht genau sagen. Jedenfalls nur mal so am Rande. Und der riecht halt wirklich super lecker nach Erdbeeren. Aber der hat auch wieder so ein bisschen dieses Künstliche. Und der riecht natürlich nicht nach reinem Erdbeerduft, sondern schon so nach so einem Erdbeercocktail. Ich finde auch, man riecht so ein bisschen. Ja, was Spritziges, vielleicht ist da auch ein Sekt mit drin oder so. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ein Strawberry Bellini ist. Noch nie getrunken. Riecht auf jeden Fall sehr lecker, sehr frisch nach Erdbeeren. Und nicht so pappsüß, sondern der hat schon so diese Frische mit drin. Ich finde den eigentlich sehr cool. Aber dann auch lieber Richtung Sommer. Und ja, der ist eigentlich auch nicht schlecht. Den eigentlich auch ganz schön. Auch die Wachsfarbe und so ist eigentlich auch ganz hübsch. Ich bin ja nicht so der Erdbeerduft-Fan, aber der ist eigentlich ganz lecker. Ja, und zum Schluss, das letzte Tart ist dann, wie ihr euch vielleicht denken könnt, der Moonlit Blossoms. Und da war ich auch super gespannt drauf, denn ich liebe ja im Moment florale Düfte. Und diese dunkle lila Wachsfarbe, die ist auch echt schön. Das Label, na gut, ich mag die schmalen Label sowieso nicht so gerne, aber ist auch ganz hübsch eigentlich mit den Blümchen drauf. Oh, und ja, der ist ganz toll. Also ich habe gelesen, manche empfinden den als Oma, als reinen Oma-Duft, aber ich finde den eigentlich ganz, ganz schön. Also der hat auch was drin, finde ich, von Autumn Glow und diesem Whiskers on Kittens. Die haben ja beide so diesen parfümigen Duft drin, diesen Damenparfüm-Duft und das ist hier auch drin. Der riecht aber viel floraler und das ist auch, also den würde ich mir sogar auch als Parfüm kaufen, tatsächlich. Ach, ich finde den eigentlich ganz toll. Mein Freund fand übrigens auch den am besten, was ich super interessant fand, weil ich nicht erwartet habe. Ich habe auch gedacht, der riecht dran und sagt, oh, Oma oder so. Aber er fand den auch am besten und das fand ich wirklich super interessant. Weil das ist eigentlich gar kein, ich sag jetzt mal, Männerduft. Das ist eher so ein typischer weiblicher Duft. Ja, ich finde ihn richtig toll. Also den kann ich nur empfehlen für Leute, die wirklich floral mögen. Kann man mal testen. Der ist aber, glaube ich, auch sehr schwer, sehr intensiv. Ja, ich finde ihn sehr cool. Freue ich mich, dass ich den jetzt auch da habe. Und ja, vielleicht darf auch mal von dem einen oder anderen Duft ein Glas einziehen. Weiß ich noch nicht. Werde ich dann sehen. Ich habe übrigens alles in dem Video selbst gekauft. Das wollte ich eigentlich am Anfang schon sagen. Weil ihr wisst ja immer, ne, mit Werbung und so, aber ist natürlich alles selbst gekauft. Genau, dann habe ich noch zwei Votivkerzen und zwar einmal die aktuelle, auch aus der Frühjahrskollektion Seaside Woods. Die ist ja auch ganz neu jetzt rausgekommen, das ist ja auch irgendwie eine Limited Edition und eigentlich wollte ich die ganze Zeit den nicht kaufen, weil ich finde halt das Label überhaupt gar nicht ansprechend. Ich mag, bin auch kein Fan von Yankee Candle Driftwood. Der ist zwar ganz okay, aber jetzt halt nicht so mein Favorit. Ich bin ja nicht so der, ja. Ich mag nicht so gerne diese frische Luft mit Seeluft so in diese Richtung. Und ja, Seaside Woods hat mich nicht angesprochen vom Label her und von der Wachsfarbe. Und ich habe aber dann mitbekommen, dass einige den auch echt so ein bisschen gehypt haben in letzter Zeit. Und dann dachte ich mir, da möchte ich jetzt doch mal dran schnuppern, weil der wohl ganz anders riechen soll als Driftwood. Und ja, der ist ganz, ganz toll. Das ist auch ein parfümiger Duft. Das hat auch was von. Ja, das geht schon in die männliche, in die maskuline Richtung. Der ist aber ganz, ganz warm und würzig und da sind ganz viele so Holznoten.
Der riecht auch echt angenehm. Einfach nur würzig, warm, parfümig, holzig, wenn man das so sagen kann. Der geht so in Richtung Egyptian Musk, aber auch natürlich wieder ganz anders durch diese holzigen Noten. Der hat aber, glaube ich, auch Sandelholz mit drin und so, also wer das mag. Der hat auch irgendwie, erinnert er mich so ein kleines bisschen auch an den Misty Mountains, obwohl der halt natürlich so diese Minznote noch drin hat, die hier nicht drin ist. Aber der hat auf jeden Fall auch was in die Richtung von dem Misty Mountain. Und ich muss ein bisschen aufpassen, denn, wie ihr ja vielleicht wisst, bekomme ich von Misty Mountains Kopfschmerzen. Und ich hoffe, dass der hier jetzt kein Kopfschmerzkandidat ist. Schauen wir mal, wie intensiv der ist als Votiv. Bin ich sehr gespannt. Ja, und dann kommen wir noch zu der letzten Votivkerze, die ich mir bestellt habe. Die musste jetzt einfach mit, weil ich den Duft liebe und das Label so liebe. Und zwar ist das eine ganz alte, und zwar Bunny Cake. Ich hatte mal ein Glas von Bunny Cake vor einigen Jahren schon und ich habe den Duft geliebt. Der riecht ja einfach nur nach so einem leckeren Kokoskuchen. Und ich muss echt sagen, dass ich das jetzt hier an dieser Votivkerze gar nicht rausriechen kann. Meine Erinnerung, die ich an das Glas hatte. Was echt schade ist, weil mein Freund hat hier dran gerochen und sagte, das riecht nach Seife. Und das ist ein Kuchen, also das soll eigentlich nicht nach Seife riechen. Ich weiß es nicht. Entweder ist er ein bisschen einfach durch die anderen Düfte so ein bisschen schon, ja, hat sich der Duft verändert. Jedenfalls riecht er eigentlich zuckrig süß nach Kokoskuchen. Und ich bin gespannt, ich werde berichten, wenn ich den dann warm getestet habe oder halt abgebrannt habe, wahrscheinlich zu Ostern rum irgendwann, dann werde ich noch mal berichten, ob er dann warm anders war. Genau. Aber so, ne? Super süßes Label und die Farbe. Ich mag ja rosa, wie man weiß. Wie man sieht. Ja, mag ich rosa und ich finde das Label auch echt süß. Also, ja, musste der Bunny Cake mit. Genau, und dann kommen wir noch zu dem Glas, das ich mir gekauft habe. Und ja, ich wollte es eigentlich erst nicht bestellen. Weil ich kann nicht genau sagen, warum. Irgendwie hat mich das Glas zwar angesprochen von der Optik her, aber irgendwie auch nicht. Und dann habe ich lange überlegt, ob ich das jetzt haben muss oder nicht haben muss. Aber letztendlich hat mein Sammlerherz gesiegt und hat gesagt, Sabrina, du musst dieses Glas in deiner Sammlung haben. Ja, weil es gehört einfach dahin. So, ganz einfach. Und ich denke, ihr könnt euch schon denken, über welchen Duft ich spreche. Und zwar natürlich über den Scent of the Year 2019. Das ist ein bisschen hell hier, ne? Den One Together kennt ihr wahrscheinlich alle schon. Den hat Yankee Candle jetzt herausgebracht, wohl zum 50. Geburtstag von Yankee Candle. Und ja, ich finde den eigentlich ganz hübsch. Ich weiß nicht, es blendet so. Ja, ich hoffe, so kann man es ganz gut sehen. Das Glas ist, ja, es ist gar nicht weiß. Also, das wirkt immer nur weiß, aber das ist eigentlich, ja, wie soll ich denn sagen, so schon fast so vanillefarben. Also so ein bisschen, ja, so, ja, fast schon vanillefarben. Es hat schon einen Touch von ins Gelbe rein und das ist so satiniert, also das ist matt. Und die Schrift ist Gold, wie man sieht. Der Deckel ist Gold, finde ich auch sehr schön. Und ich liebe ja eigentlich Weiß und Gold. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat mich das Glas trotz allem nicht so angesprochen. Vielleicht weil es nicht durchsichtig ist. Aber egal, ich muss den jetzt trotzdem haben. Das Wachs ist weiß. Der Duft ist interessant. Ist nicht so mein Fall, aber das macht nichts, weil das geht jetzt hier diesmal wirklich rein ums Sammeln, ums, ja. Steht ja auch hier Scent of the Year 2019. Das musste einfach sein. Ich musste ihn haben und es war mir auch egal, wie er riecht. Der Duft ist übrigens Miracle Flower. Das steht hier unten auch drauf. Seht ihr hier. Nur das Ding ist, was ist Miracle Flower? Ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Ich habe gelesen, dass viele geschrieben haben, der riecht blumig, aber hat auch eine Pfeffernote mit drin. Das heißt, er riecht auch irgendwie so ein bisschen scharf. Und ich konnte mir darunter wirklich nichts vorstellen. Und jetzt. Wenn ich so dran rieche, halt euch mit dem mal hier hin, vielleicht sieht man es so gut. Ja, man riecht es definitiv raus. Da ist was Scharfes drin. Ich will jetzt nicht sagen, was Beißendes, aber es ist schon sehr. Es ist interessant. Es ist blumig, es ist würzig und. Ja, ich weiß nicht. Es ist nicht so mein Ding.
Ich weiß auch noch nicht, ob ich sie wirklich anzünden werde, aber die ist jetzt wirklich rein für die Sammlung gedacht. Und das ist auch wirklich meine, ja, fast einzige Kerze, die ich jetzt wirklich rein für die Sammlung gekauft habe, die ich ja eigentlich nie haben wollte, weil ich wollte ja nie sammeln, ich wollte ja immer abbrennen. Und ja, keine Ahnung. Hier hinten steht auch noch was drauf. Noch ein Text zu diesem One Together und ja, genau, da steht auch drauf, mit der seltenen, wurde übersetzt mit Wunderblume. Ich kann euch auch trotzdem nicht sagen, was eine Wunderblume ist, wie die aussieht. Dann steht hier noch drauf, ja, da ist Ember mit drin und ein bisschen Holznoten und ja. Ich weiß nicht, die erinnert mich auch an irgendwas. Ich kann aber nicht genau sagen, an was. Das riecht so ein bisschen. Ich kann es echt nicht sagen. Wie, auch vielleicht wie ein Duschgel oder eine Seife oder sowas. Aber ein bisschen vielleicht in die maskuline Richtung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe aber von diesem One Together, habe ich euch die Duftbeschreibung rausgesucht. Ich muss nur mal ganz kurz. Moment. Dann lese ich euch mal vor, was da drin ist, weil dazu habe ich die Duftbeschreibung bekommen. Da ist drin Mandarine, schwarzer Pfeffer und Nektarine. Also diese zitrischen Noten, die rieche ich jetzt zum Beispiel kalt überhaupt gar nicht raus. Keine Ahnung. Dann ist halt eben Herznote, Wunderblume, Sternjasmin und Gartennelke. Und Basisnote Sandelholz, Amber und Wildleder. Das ist halt auch wieder so ein Ding. Was ich finde, macht es für mich irgendwie so ein bisschen männlich. So ein bisschen herb. Keine Ahnung, ich muss noch mal kurz riechen. Ja, es ist eine interessante Mischung. Also, wer es mag. Ja, Wildleder. Vielleicht ist das auch wie. Das riecht wie eine neue Handtasche. Das ist total bescheuert. Aber wenn man es weiß, dass Wildleder drin ist, riecht das wirklich wie so eine neue Wildlederhandtasche. Wo vielleicht so ein bisschen was Blumiges drin ist, damit sie nicht ganz so stinkt. Ja, ist irgendwie ganz witzig. Aber ich denke, die macht sich gut. Das ist so ein bisschen auch wie so ein Wellnessduft. Und ich denke, die macht sich auch ganz gut, wenn die warm ist, so im Raum. Ja, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Aber wie gesagt, die bleibt erstmal für meine Sammlung. Ich finde es ein bisschen schade. Das Glas war ein bisschen hier angedatscht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Es hat hier so ein paar kleine, da so kleine schwarze Flecken. Finde ich ein bisschen schade, auch noch gerade vorne beim Label. So hinten wäre es mir egal gewesen, aber naja, gut, ist wie es ist. Trotz allem ist das Glas eigentlich ganz hübsch. Ich finde auch schön, dass es hier bei diesem One hier so Blumen mit drin sind in der goldenen Schrift. Das ist sehr schön gemacht, finde ich. Ja, genau, ihr Lieben. Das war meine Bestellung von Duft und Raum. Ja, ich verlinke euch einfach mal den Shop unten in der Infobox, weil warum nicht? Kann man ja mal machen, ne? Werbung und so. Ich kriege natürlich nichts dafür, mache ich freiwillig. Aber ich kann den Shop empfehlen. Habe ich in einem der letzten Videos ja schon gesagt. Ich bin immer sehr zufrieden dort. Ja, von daher, wer mag, schaut mal rein. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video, hoffentlich ganz bald wieder. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüssi.